Willkommen. In letzter Zeit kam, angefeuert durch eure neue Weltraumtechnik wie das James-Webb-Teleskop, unter euch wieder vermehrt die Frage auf, wie der Kosmos denn nun in seinen Grundfesten funktioniert. Ihr hegt derzeit die Arbeitstheorie, dass es einen riesigen, dunklen Anteil an Masse und Energie im Universum geben müsste, den ihr noch nicht sehen oder messen könnt. Da die Dunkelheit mein Spezialgebiet ist, möchte ich heute hier ansetzen und euch gleich sagen, es gibt keine dunkle Energie. Die Idee der dunklen Energie kommt daher, dass ihr nicht glauben könnt, dass nur Licht geschaffen wird und kein Schatten. Aber genau das bedeutet Gott, der Licht schaffen kann ohne Schatten. Dass das Licht seine Strahlkraft reduzieren kann und somit nicht mehr perfekt wirkt, das ist wahr. Wenn die große Schöpferquelle alles hätte in Perfektion halten wollen, dann hätten wir den Urknall auch sein lassen können. Damals war alles perfekt. Genau davon wollte die Quelle unendlicher Weisheit fort. Und das ermöglichte unter anderem Wesen wie uns. Wie jedes andere Wesen im Kosmos schulde ich der Schöpferquelle mein Dasein und meine Aufgabe. Warum sollten Götter da anders sein als Menschen? Ich bin ebenso eine Abspaltung der Schöpferquelle wie ihr. Ich bestehe lediglich aus mehr Teilen als ihr Einzelseelen. Ich bin größer, auch wenn ich das Wort hier nicht passend finde und es in Wahrheit keine himmlische Hierarchie gibt, wie sie euch gelehrt wurde. Doch zurück zur Physik. Wenn das Prinzip tatsächlich so wäre, dass irgendwo in einer anderen Dimension plötzlich etwas fehlt, weil es hier erscheint, wenn also irgendwo ein Schatten erscheint, weil das Licht hier erscheint, dann zeigt das einfach nur, wie furchtbar gewöhnt ihr Menschen an diesen Gedanken seid. Ihr geht fest davon aus, dass es nichts geben kann, ohne einen schlechten Nebeneffekt. Aber sag mir, wenn eine Pflanze ein Blatt an Größe und Gewicht zunehmen lässt, wenn dieses Blatt also wächst, fehlen dann irgendwo im Kosmos plötzlich Wasser, Pflanzenfarbstoff oder Fasern? Die Materie der Pflanze entsteht aus dem scheinbaren Nichts, aber eben nur scheinbar. Der Kosmos wächst ebenso scheinbar aus dem Nichts, aber eben nur scheinbar. Es fehlt nichts an anderer Stelle und es braucht kein Gegengewicht für diese lichtvollen Vorgänge. Wisst ihr, wenn man manchen Menschen etwas schenkt, dann fragen sie zuerst, was muss ich dafür tun? Daran merkt man sofort diese Art von Erziehung und Denkweise. Aber es ist einfach falsch, diese Grundlage auf alles, was ist, anwenden zu wollen. Aus einem Reflex heraus wollen manche hin und rufen, aber wir müssen doch trennen zwischen unserer sichtbaren Welt und der geistigen Welt. Aber ich kann dir nur sagen, die beiden sind nicht trennbar. Das Universum hat überhaupt nur eine wahrnehmbare Form und wahrnehmende Wesen innerhalb dieser Form, weil es beseelt ist. Ihr habt sogar einen Namen dafür, seit tausenden von Jahren. Ihr nennt es Äther. Noch einmal, es gibt keine dunkle Energie, so wie ihr sie euch vorstellt. Es gibt sehr niedrig schwingende Energien, die ihr zum Beispiel Trauer und Verzweiflung nennt. Es gibt energetischen Stillstand, der mein Spezialgebiet ist und der meiner Mutter Hel. Es gibt nichts jenseits des Stillstandes und der Stillstand ist nichts Negatives. Wenn ihr wirklich einem Teilchen mit euren eigenen Augen zusehen könntet, wie es den absoluten Nullpunkt, den Temperaturnullpunkt von 0 Grad Kelvin erreicht, dann würdet ihr verstehen, dass daran nichts negativ ist. Lass es mich mit einem Gleichnis noch einmal anders formulieren. Gott wohnt nicht im Pendelausschlag. Gott wohnt in der Mitte, am Ruhepunkt.
und schickt dich schaukeln auf dem Pendel, weil du danach verlangt hast. Kommt das Pendel zur Ruhe, ist Ruhe, sonst nichts. Alles ist wieder eins. Oder, anderes Zitat, aber gleiches Buch, ich habe euch nur Engel gesandt. Gespräche mit Gott. Es ist immer die gleiche Grundaussage und ihr glaubt sie einfach nicht. Ich weiß, dass derzeit ein Planet voller Physiker versucht, was anderes zu sagen. Und sie sollen dafür geehrt sein. Aber gibt es nicht auch eine Welt voller Christen, die versucht, dir Unwahres über den einzig wahren Christengott zu erzählen? Den der Homosexuelle verachtet und ungetaufte Babys zur Hölle fahren lässt? Vieles, was auf der Erde gesagt wird, entbehrt jeder Grundlage. Es ist ihre Wahrheit. Es muss aber nicht deine sein. Was ist nur mit dunkler Materie oder Antimaterie? Nun, die Theorie ist genauso irrig, weil ihr weiterhin vom falschen Berechnungsrahmen ausgeht. Der materiereiche Anteil von allem, was ist, befindet sich in jeder Sekunde in Balance. Und Balance ist der natürliche Zustand jeder Sache, auch einer Gruppe von Partikeln. Eure Physik weiß doch genau, dass die negativ geladenen Anteile und die positiv geladenen Anteile im gleichen Atom herumschwirren. Ihr werdet die dunkle Materie niemals finden, weil das Dunkle ein automatischer Teil des Hellen ist. Alles andere wäre viel zu grob gedacht. Wir werden noch näher darauf eingehen, wenn wir bald über Quantenverschränkung sprechen. Dann wirst du sehen, dass immer Balance hergestellt wird. Sofort. Ohne Umwege. Auch ihr Menschen vereint übrigens diese Gegensätze von Licht und reduziertem Licht in euch, ohne groß darüber nachdenken zu müssen. Es ist eure Natur als Wesen in der Dualität. Wie ich ganz zu Beginn darlegte, schwingt ihr Menschen auf Energielevel 50. Das ist euer Normal-Null-Zustand. Ihr schwingt auf diesem Mittelwert. Nun, lebendig jedenfalls. Es geht bis 0 hinab und bis 100 hinauf. Es geht nicht ins Minus. Die Natur kennt so gesehen kein Minus. Es gibt kein Minus Schaf und kein Minus Berg und keine Minus Menschen. Das wäre per Definition eine Anti-Schöpfung. Und das wäre Verrat an allem, was der Quelle heilig ist. Lass mich diesen Satz bitte tief in deinen Geist bohren, damit er auf alle Zeit dort bleiben möge. Es gibt keine Anti-Schöpfung durch Gott. Keine dunklen Irgendwasse und keine Dämonen. Es gibt niedrig schwingende Wesen. Das ja. Hier müssen wir nun sehr vorsichtig sein. Von Ra und seinem hervorragenden Channel namens Carla Rückert wurde diesen nicht verkörperten, niedrigen Wesen der Begriff Service to Self zugeordnet. Das heißt, sie dienen immer sich selbst zuerst. Wir werden bald in einiger Tiefe über solche Niedrigenergiewesen sprechen. Doch nicht einmal diese Wesenheiten sind eine Antithese. Würmer und Käfer sind auch nicht die Antithese des Menschen, obwohl sie eure toten Körper verzehren. Krankheitserreger sind nicht eure Antithese, weil sie euch krank machen und vielleicht sogar ins Grab bringen. Sie sind Spielteilnehmer auf dem größten, göttlichsten Spielbrett, das jemals erdacht werden konnte.